Hallo Freunde des Kundengeschmacks, wie versprochen hole ich heute das Video von letzter Woche nach und zwar mache ich euch leckere Chicken Nuggets und nun zeige ich euch in einzelnen Schritten, wie einfach das ist, euch das ganz selbst selber für zu Hause nachzumachen. Viel Spaß beim Video und los geht's. Ihr braucht 1 Kilo Hähnchenbrustfilet und das schneidet hier so in kleine Stücke, muss groß sein und gebt euch das dann in so ein Behältnis rein, weil das geht gleich durch den Grinder durch und dann deswegen muss das nicht so akkurat sein. Wer sich Arbeit sparen will, der schneidet es einfach so durch und portioniert so, der braucht dann nachher kein Grinder da dazu. Ich mache es halt lieber ein bisschen feiner, deswegen schneide ich sie kleiner und jag sie durch den Grinder durch. Nun geben wir das alles durch unseren Grinder durch. Bis ihr alles fertig habt. Nun würzen wir das Ganze und zwar braucht ihr weißen Pfeffer, nicht so viel davon, süßes Paprikapulver, sollte auch nicht so viel sein, und etwas Maisstärke. Und das Ganze vermischen wir dann. So, das sollte genügen, sonst wird es zu trocken. Und das Ganze gut verteilen jetzt. Schön vermischen. Und dann wandert das Ganze hier ab für 1 Stunde. In euer Gefrierfach. Das ist ganz wichtig. Nicht in den Kühlschrank, ins Gefrierfach. Wir kommen nun zu unserer Panade, während unsere Chicken im Gefrierfach ist. Und zwar braucht ihr dazu 1 Ei. Das verquillen wir jetzt erstmal. Ihr braucht 250 Milliliter Wasser. So. Und nun würzen wir das wieder weißen Pfeffer, wie vorhin, aber auch nicht so viel. Paprikapulver. Je nach Geschmack, ob es ein bisschen halt kräftig haben will, muss aber nicht so viel sein. So, das sieht schon mal gut aus. Das vermischen wir jetzt wieder. Und jetzt bekommt ihr so eine leicht dunkelgelbe Farbe, ein bisschen beige. Und nun fügen wir 125 Gramm Maismehl hinzu. Verquillen das auch, bis es schön auflöst. Das ist nachher wichtig für eure Panade. Das sieht schon gut aus.
Und jetzt braucht ihr noch Mehl mit einem Teelöffel Backpulver. Das geben wir noch dazu. Und dann ist eure Panade schon fertig. Das Ganze wieder umrühren. Aufpassen, dass nicht alles überschwappt hier. Und das verrührt ihr jetzt so lange, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Und dann seid ihr fertig und stellt das Ganze für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Das ist ganz wichtig. Das gibt nachher so einen richtig schönen, das wird dann schön dickflüssig durch das Backpulver, das quellt noch ein bisschen auf. Und dann kommen wir zum Panieren und zum Frittieren später, in meinem nächsten Video, in meinem nächsten Teil. Okay? So, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nun kommen wir zum Portionieren. Und zwar nehmen wir uns immer so ein Stückchen hier, geben das auf so einen Löffel und drücken unsere Chicken Nuggets flach. Füllen die nun hier in unsere Panade rein und lassen die liegen, drehen die nachher einfach mal rum. So. Einfach so portionieren mit dem Löffel. Geht ganz einfach. Kann ja so sehen. Und dann hier rein. Dann drehen wir sie rum. Lassen sie noch ein bisschen liegen. Und nun gehen sie ins Öl hinein. Wo ihr sie dann für 4 bis 5 Minuten frittieren lässt. Dann werden sie richtig schön goldbraun und bekommen eine ganz tolle Farbe. Ich habe schon mal welche vorbereitet. Meine ersten. Und so sollten sie dann nachher ausschauen. Ihr legt die auf so ein Papier hier drauf zum Abtropfen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder friert ihr sie ein, dann frittiert ihr sie aber nur 2 Minuten, oder wenn ihr sie gleich essen wollt, frittiert ihr sie 5 Minuten. Gleich mache ich noch den Biss-Test und dann sind wir durch für heute. So, wir machen jetzt noch den Geschmackstest. Und zwar, so schauen sie aus. Kann man das sehen? Ja. Und jetzt mal reinbeißen. Richtig lecker. Das war's für dieses Mal. Das war was Einfaches für dieses Mal. Was wir uns dann in der Woche noch machen, darüber denke ich nach. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.